Was geht ab, meine Freunde? Ich bin der Ferhat aus Köln. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Ich wollte YouTube-Video drehen hier in der Kölner Innenstadt. Ich habe von Ono das Mikrofon geklaut. Ich hoffe, der kommt gleich nicht zu mir. So, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich muss erstmal schöne Frauen ansprechen, die Bock haben mit mir auf so ein Video. Ono, was machst du jetzt? Du sollst das doch nur halten, Alter. Das ist ganz kurz ein Intro. Was? Ono, warum startest du die Kamera hier wieder? Warum nicht? Ich wollte doch mal YouTube machen. Sketch vom Wisch, ne, Bruder? Auf jeden Fall, Leute, was geht ab? Euer Ono ist wieder mal am Start in Köln. Und ja, was geht heute so ab, Brudi? Köln ist eine Bombenstadt, ne? Super Menschen, super Kerl, der Ono hier auch am Start. Ich bin gespannt, was sich heute ergibt. Auf jeden Fall wird das wieder ein Kracher-Video. So sieht's aus, Leute. Checkt das Video auf jeden Fall komplett ab. Wie gesagt, das Wetter spielt heute nicht so mit. Aber wir holen das Beste raus. Checkt das ganze Video ab. Mit Ferhat habe ich auch noch einiges vor. Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall liken, abonnieren, kommentieren. Ich bin der Algorithmus, ihr wisst Bescheid. Alles Daumen hoch, alles. Ist alles umsonst, Land. Alles, reicht alles. Doch jetzt hier mit immer jedes Mal drum Bett finden. Ja, aber macht das einfach. Gut. Wir sehen uns später, Leute. Boah, Olumia. Olumia. Boah, bist du ein Ehrenmann. Olum, bist du ein Safia. Tut mir leid, das war nicht mit aus. So, Leute, wer ist Siri? Melissa. Melissa, was geht ab? Woher bist du? Köln. Köln? Chorweiler. Chorweiler, ja. Okay, man kennt sie. Erzähl mal, was geht heute so ab? Nix, ja, ein bisschen rumlaufen, chillen, was rumlaufen, essen. Chillen. Was für eine Landsfrau bist du, Melissa? Iranerin. Iranerin. Guck mal, heutige Frage. Ich mache heute so ein Freestyle-Video. Aber das ist so ein Format, was die Leute von mir so kennen, okay? Ja. Auf was für Landsmänner stehst du und warum? So Araber, Türke. So Iraner. Ja, also Richtung Typ bis Südländer, ne? Ja, genau. Genau, warum? Also was zieht sich so an denen an? Weil, ich weiß nicht. Die Kamera ist hier, ne? Also falls ich nicht gesehen. Was denn, deren Art, deren ja, Aussehen? Ja, deren Style mag ich, deren Art auch, Charakter, das gefällt mir alles. Das ist so ähnlich halt, weißt du, was ich meine? So wie bei uns. Aber was passt dir so gar nicht so? Die sind mir zu streng. Ja, die verbieten viel zu viel und das mag ich nicht. Gefällt dir das eigentlich nicht, dass sie so viel verbieten? Doch, manchmal schon, das turnt einen schon an und so. Yeah. Aber manchmal fuckt das halt auch ab. So, meine lieben Freunde, Ferhat hier wieder. Die Kollegen hier hinter der Kamera haben mich mal gefragt, Ferhat, auf was für Frauen stehst du? Ganz, 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 ganz einfach. Ich stehe auf wortwörtlich auf Frauen. Nein, doch. Alter so ab 23, 24, 25. Meist gerne brunett, aber muss ich sagen, geht auch Blondinen und etc. Süßes Lächeln, schöne Zähne, lange Haare, ganz wichtig, lange, lange Haare, ganz wichtig. Und wenn wir jetzt auf den Charakter was angehen, dann würde ich sagen, humorvoll, lustig, ehrlich und Respekt wird groß geschrieben. Ne? Respekt wird auf jeden Fall groß geschrieben. Und jetzt schauen, was sich ergibt, meine lieben Freunde. Danke. Ja. Wo die Toilette ist? Ja, da oben auf dem Dach. Ich muss richtig scheißen, Mann. Dann müssen Sie mal auf dem Dach, bitte. Oh, Mann. Auf dem Dach, bitte. So, Leute, wer ist hier? Mariola. Mariola, woher, wie alt? Ich bin 23 und komme aus Köln. Was machst du heute so hier in Köln? Ich komme gerade von der Arbeit. Wo arbeitest du? Bei Bershka. Bershka? Mhm. Oh, das ist ein wilder Laden hier in Köln auf jeden Fall. Wie läuft das Geschäft aktuell? Ja, ist okay. Ist okay? Ja. Habt ihr wieder neu aufgemacht oder wie läuft das jetzt? Ja, genau. Wir haben jetzt neu aufgemacht wieder und Kunden können kommen, aber nur wenige, nur pro wenige. Halbe Stunde. Auf was für Landsmänner stehst du und wieso? Boah. Also ich habe eigentlich keinen genauen Typen so, ja. Muss einfach gefallen, optisch und natürlich auch charakterlich. Aber was zieht dich denn so an? Also wenn es jetzt so eine Nation gäbe, so, die dich anzieht? Südländer auf jeden Fall. Welche Kategorie? Also Südländer gibt es jetzt so Spanier, Italiener oder mehr so Richtung orientalisch? Kann ich nicht sagen. Ich habe echt keinen genauen Typen so. Keinen genauen Typen? Nee, muss einfach passen. Also du bist so Richtung braune Haare, brauner Bart und sowas? Ja, und schon. Dieses Niceness. Was sagst du denn dazu, wenn der Junge dir irgendwas verbieten würde? Zum Beispiel, jetzt, du gehst nicht feiern, du siehst dies und das nicht an. Bist du dafür offen oder sagst du, nein, ich will das nicht? Naja, nee, also ich lasse mir gar nichts sagen. Also ich mache das, was ich will. Ich mache mein Ding, ja. Was wären für dich so Sachen, die du als unangenehm findest? So, unangenehm? Weißt du so? Unangenehm? Ja. Ich hasse es, wenn ein Junge viel zu viel isst. Viel zu viel isst? Ja. Warum das denn? Ich weiß nicht, das gefällt mir einfach nicht. Das ist ein Abtörn bei mir. Boah, ich esse wie ein Bär, ja. Das sieht man auch an meinen Wangen. Das gefällt mir nicht. Mashallah, dieser Bauch, Bruder. Guck mal, wir haben jetzt einen Typen am Start, okay? Komm mal her, Ferhat. Da hast du meinen Joker heute. Oh, Quatsch, hör auf damit. Ferhat, geh mal dir. Wir machen jetzt so ein kleines Tinder, okay? Ja. Komm mal, erstmal checken erstmal Ferhat ab von unten nach oben. Die Pumping hat gesagt, auf seine Art, ihr wisst Bescheid, zu wild, Wayo, Frankfurt. Okay, guck mal, was sagst du, Ferhat, so vom Aussehen her? Eigentlich voll gut. Voll gut? Ich schwöre, ja. Maschallah, großer Mann, guter Mann. Seine Größe gefällt mir, ja? Dass er halt so groß ist. Und ja, sein Style gefällt mir eigentlich auch. Vom Aussehen her auch, alles gut und so? Ja. Also würdest du ihn so im Prinzip daten, ja? Ne? Direkt, ne? Ja, würde ich. Oh, okay. Auf jeden Fall, was sagst du dazu, Ferhat? Süßes Mädel. Schnell noch lauter, Bruder. Einmal für dich.
Okay. Okay, heute nicht. Auf jeden Fall süßes Mädel. Ja. Die ist nett, sympathisch. Auf jeden Fall, auf ihre Art mal attraktiv, ja. Und normalerweise mag ich gar keine Locken, ne? Überhaupt nicht. Aber schon. Ist nicht mein Fall. Aber bei dir passt das irgendwie. Muss man schon sagen. Ja. Bei ihr. Ist das Naturhaarfarbe? Nein, ne? Nein. Ich habe eigentlich schwarze Haare. Aber sieht trotzdem top aus, ja. Also wir hätten hier direkt ein Ja, ne? Bitte? Wir hätten hier direkt ein Ja, ne? Boah, ein seriöses Tinder heute, ja, ich fasse es nicht. Auf erwachsene, seriöse Art und Weise, ne? Ja. Kennst du doch. Ist das okay, dass das auf YouTube online kommt? Ja. Seele verkauft. Was? Was willst du sagen? Komm her. So Leute, wir sind jetzt hier auf der Hohe Straße. Ich drehe meistens hier, ich suche gerade neue Kandidatin, aber ja. Ich warte einfach mal ab, wir haben noch jetzt eben angefangen. Ich habe eine Frage, wo hast du die coole Jeans her eigentlich? Die Jeans hier? Ja, sieht cool aus. Du weißt nicht, wo ich sie habe? Nee, wo denn? Side-Jeans, Junge. Side-Jeans. Junge, kennst du die Side-Jeans? Ja, diese coole Seite da, oder? Sein YouTuber, Naim Sissi, macht immer Werbung für dich. Naim Sky, Side-Jeans, abchecken, geile Jeans, Naim Sky. Was war das denn, Digga? Ihr wisst Bescheid, checkt die Hosen ab. Wir hatten einen neuen Drop bei Side-Jeans. Und der nächste Drop, ich habe schon einige Insights bekommen, wird noch viel kranker. Also da kommen echt kranke Stücke auf uns zu. Und nur 10 für 10%, um den Bruder zu unterstützen. Genau. So Leute, wir haben wieder den berüchtigten Emre am Start. Du bist immer hier in Köln, kann das sein? Ja, du rufst mich auch. Warum hast du dich gerufen? Bruder, Kamera, Video, alles. Du bist Bescheid, Emre seit Tag 1 am Start, schon fast ein Jahr her in Frankfurt. Schon länger. Nein, Bruder, mach das, frag das nicht, voilà. Da stellst du auf, Bruder. Warum, Bruder, wenn meine Schwester sieht, Bruder, voilà. Nein, mach, also ich schwör das erst, Bruder, stell das. Okay, Bruder, ich piepe mich, was ich gefragt habe, aber Leute, ihr könnt in die Kommentare raten, was ich ihn gefragt habe. Das ist so unangenehm für ihn, okay? Ich schreibe mal in die Kommentare, ihr wisst Bescheid. Du weißt ganz genau, Bruder, wir müssen jetzt das Video strecken. Genau. Und darum habe ich dich jetzt reingeholt. Das ist ein Ehrenmann. Tamam. Du bist mal so ein Joker, weißt du so? Ja, danke. Okay, hau mal raus. 3 No-Gos beim Mädchen. Bruder, behaart sein. Kennst du diese Mädchen, die so arme Dings haben? Ja, also da können die nichts für, Bruder. Es kommt auch drauf an. Wenn zu viel ist, so richtig dunkel und zu deinem Läsch, aber wenn das so schlimme Haare sind. Ich finde schon ein bisschen schlimm. Bruder, kindisch sein im Kopf ist schlimm. So diese, kennst du diese Kinder, Bruder? Was ist das? Achso. Kennst du auch diese Filme? Einfach, wir 2 Stück reichen, Bruder. Mir fällt nichts Drittes ein. Hallo, wohin guckst du? Okay. Aber wenn du ihn liebst und er will es so von dir, weißt du, dass du dich für den änderst, würdest du das machen? Nein, gibt's gar nicht. Also gibt's nicht bei mir. Nein, hab ich noch nie. Hart, ja. Okay, gibt's sonst so unangenehme Sachen bei den Jungen, die du gar nicht feierst, wenn dein Junge zum Beispiel irgendwas macht? Keine Ahnung, nee. Es gibt ja so Sachen, zum Beispiel, keine Ahnung, er lässt sich bezahlen bei dem ersten Date oder so. Du lässt dir das nicht anmerken, aber ist trotzdem unangenehm, solche Sachen halt. Also das geht nicht. Beim ersten Date muss auf jeden Fall der Typ ausgeben. Das ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten ist es ein bisschen, ist komisch, wenn nicht. Okay, kommt halt drauf an, worauf man hinaus will, aber wenn jetzt. Wenn es jetzt was Ernstes werden soll, dann auf jeden Fall. Ja, ernst. Safe, auf jeden Fall. Okay, chillig, ja, wisst ihr Bescheid. Jetzt holen wir mal so einen jungen Mann her, komm mal her, Ferdat. Und zwar, guck mal, ich mache auch so ein kleines Tinder nebenbei. Auf seriöse Art. Sag mal auf meine Art. Was? Auf meine Art. Auf meine Art? Sag mal jetzt Wayo. Nein, Spaß. Okay, guck mal, wir haben jetzt Ferdat da, okay? Kennst du den vielleicht vom Fernsehen? Kommt mir bekannt vor, aber ich guck das nicht. Du guckst das nicht, okay? Aber man kennt dich doch hier und da, weißt du? Deswegen ganz simpel, ganz oberflächlich. Und zwar, wie findest du Ferdat vom Aussehen her? Würdest du ihn daten? Ja oder nein? Und warum? Ja, wirkt ein bisschen einschüchternd, würde ich sagen. So, auf den ersten Blick. Warum? Der sieht doch ganz süß aus. Geil! Ja, keine Ahnung, aber sonst sieht ganz nett aus auf jeden Fall. Kann man bestimmt schöne Gespräche mitführen mit dem. Kannst du sowas, tiefgründige Gespräche und so? Ja, natürlich, klar. Ich bin ein bisschen jetzt älter geworden. Ja? Aber ich muss echt sagen, früher ging das gar nicht klar. Ne? Aber so mit dem zunehmenden Alter, ich gehe auf die 30 zu, ist das schon ein bisschen tiefgründiger geworden. Klar, sollst du auch mal langsam. Ja, beschaff mich. Beschäftigst du dich? Beschäftige mich mit der Materie etc. Der ist schüchtern geworden wegen dir. Das Kurs eine Zunge verschluckt, auf jeden Fall. Was kannst du noch so, um die Frau jetzt zu beeindrucken? Und so diesen Ruf haben. Kennst du das? Wow, Olum, schön mal, das Video soll grün werden. Okay, diesen Ruf. Das ist auch noch so schlimm. Sag einfach, das sind schlechten Ruf haben, Bruder. Okay. Zum Beispiel, Bruder, ich will ein Mädchen, mit der ich hier entlang drauf kann, ohne dass jemand sagt, ah, guck mal, der hängt mit der. Weißt du, was ich meine? Ja, Bruder, aber du musst auch so bedenken, okay, Mädchen machen vielleicht ab und zu was, aber die Leute erfinden auch oft was, was stimmt, ja, weißt okay, du so? Aber Bruder, du musst so überlegen, zum Beispiel, lange du hast jetzt eine Aisha und eine Laura Lara. Als Beispiel. Okay. Die Lara, einen. Okay. Die Lara denkt man so, aber über Aisha nicht. Das muss ja einen Grund haben. Weißt du, was ich meine? So ist das. Wegen dem Namen jetzt? Nein, nicht nur wegen dem Namen. Was du so hörst oder was? Ja, natürlich. Dann muss ich ja schon irgendwas gemacht haben. So. Wenn ich mit dem rumlaufe, denken auch alle, warum hänge ich mit ohne? Aber einfach so, weißt du. Check's.
Okay, Emre, gut. Ist okay, denke an dich, da bist du. Dein Instagram? Mach einfach schreiben, weißt du. Okay, Emre 061, check ihn ab. Jetzt sie generell, mal generell. Genau, also du kannst auch sie jetzt versuchen zu beeindrucken. Dafür müsste ich sie erstmal kennenlernen und dann kommt das alles, ne? Einfach ich sein. Also aber jetzt so jetzt auch spontan. Jetzt auch spontan? Genau, was kannst du so? Was sind deine Talente? Ah, oh, Onur, du bringst mich um, ne? Ja, hast du einen Herd? Hast du einen Herd? Ich hab einen Herd. Also ich koch dann gleich was für die. Kannst Stelle. Du kochen? Weißt du doch. Okay, was sagst du dazu, wenn Männer kochen können? Ja, also ich kann leider gar nicht kochen. Was sagst du dazu? Feierabend, ne? Feierabend für dich? Feierabend für mich. Okay. Ja, ich kann gar nicht kochen, deswegen finde ich das auf jeden Fall top. Okay, also fassen wir es zusammen. So jetzt vom Optischen her würdest du ihn daten? Boah, vom Optischen. Ja, ich denke schon, ja. Du denkst schon, okay. Ja. Also haben wir ihn ja, ne? Was sagst du? Sie jetzt vom Optischen? Auch ja? Okay, seriös, chillig, keine Schisserei, alles ist entspannt. Nichts Handgreifliches, ne? Nichts Handgreifliches. Vielleicht kommt das noch. Keine Schilder werden hingeschmissen, keine Perücken werden gezogen und so. Das ist gut. Leute werden nicht durch die Gegend geschmissen und ja, so. Ja, gar nichts. Meine Schuhe sind immer noch an mir und das ist alles easy. Okay, Mariola, willst du vielleicht dein Instagram Mariola. Oder so sagen? Mariola, sorry. Willst du vielleicht dein Instagram oder so sagen? Ja, gerne. Mariola_SI. Das ist okay, dass es auf YouTube online kommt? Ja, natürlich. Okay, wisst ihr Bescheid. So, Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Ihr habt es gesehen, wir hatten auf jeden Fall ein wildes, lustiges Video. Ferhat, danke nochmal, dass du mitgemacht hast. Sehr gerne, mein Lieber. Was waren das für Moves dann? Ihr wisst Bescheid. Wie gesagt, wenn ihr Bock auf Ferhat habt, auf weitere Folgen, schreibt es in die Kommentare. Schreibt eure Meinung zum Video in die Kommentare. Lasst ein Like da. Das wird die ganze Zeit machen mit der Hand. Sehen nur so aus der Tasche raus. Aktiviert die Glocke, lasst ein Abo da, Leute. Ist alles kostenlos. Ich kenne die auch. Moinsen. Komm kurz, hallo sagen, wenn du magst. Ja, gut. Wir sehen uns später. Ja, ja. Wir sehen uns später, ne? Wir gehen jetzt auf jeden Fall reinhauen. Ich hab richtig Hunger. Bei Five Guys hat jetzt in Köln neu aufgemacht. Unbezahlte Werbung natürlich. Spaß, Five Guys sponsert mich bitte. Ich gehe jeden Tag hier essen, wenn ihr wollt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.